So, da sind wir auch schon wieder bei Gothic 2. Verschwand, als ob Ja. Lydia selbst hinter ihm her wäre. In der letzten Folge waren wir bei Bangers Hof, haben da so ein bisschen, ja, nicht Quests gemacht, aber da so ein bisschen mit den Leuten geredet. Haben unter anderem einen neuen Bruder des Ring des Wassers kennengelernt, haben Gregs Weiß Sachen langsam nicht, ob man zurückgebracht sich glauben soll. und sind dann wieder hierher zurückgekommen und haben mit Jarvis gesprochen. Der meinte, Es wenn er könnte für uns sein, stimmen dass soll, wir sollen wir Silvius doch bitte finden. drei von Silvius Jungs umhauen. So, ich weiß, wir haben Rod und ich weiß, wir haben Fester. Sentenza haben wir nicht, Silvio haben wir nicht, Bulko haben wir nicht. Raoul weiß ich gerade tatsächlich nicht. Deswegen werde ich einfach mal zu Raoul gehen und Das war dem doch die klar. Fresse polieren. So einfach. Noch mehr Ja. erfährt er So, nicht. aber ich speichere mal kurz vorher. Hey, was willst Darf halt nicht das So. bekommen, was man hört. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Man muss Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ich bin wohl bisher zu nett zu dir gewesen, was? Zeig ihn! Hast du's gezeigt? Schneide ich raus. Nö. Als ob der uns so umgekloppt hat. Hey, Das machen wir noch was? mal. Was? Das ist Das genau hätte ich doch ich selbst bin. sagen können. Ja, gib's ihm! Das habe ich früher auch Das wird ihm eine. Der schlägt zweimal Sau. Der schlägt zweimal Saudi zu, genau. Der schlägt zweimal zu, die Sau. Hey, du! Was will? Die hauen sich den ein Schädel. Schlag doch, Ja, Junge. gib's ihm! Halt dran! Sieh, was das. Scheiß Schafe, haut doch mal ab. Ich sehe das schon. Da liegt ein Schaf im Hey, Klopp. was? Meine Meinung will ja keiner hören. Ja, komm. Wie wär denn mal mit dem Crit? Scheiß auf Blocken, einfach rauf. So, wo ist seine Waffe? Ach da. Alles klar. Gut. Dann haben wir wenigstens wirklich schon mal alle von Silvius Jungs umgekloppt. Also nicht alle, aber drei von Silvius Jungs haben wir umgekloppt. Darüber reden wir noch. Komm, hau hinter, Junge. So. Hast du noch was zu sagen Haben wir gerade? alles gehört? Ist ja Man weiß gar nicht mehr, wie Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du Weißt du willst. nur, warum er sich so aufregt? Gut. Wenn er das nicht sieht, Das kann ich hört ihm sich auch doch nicht gut an. sagen. So, den hatten wir ja schon umgekloppt. Ich wäre mir da nicht so Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Dann gehe ich mal wieder zu Jarvis und Sarim, dass wir fertig sind damit. Hey, Zack. du. Wie viele von Silvius Männern stehen noch auf meiner Liste? Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raoul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Sehr schön. So. Was machst du hier in meiner Küche? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreicher. Hier gibt's nur was für Leute, die arbeiten. Und für das Söldnerpack natürlich. Das riecht aber lecker hier. Oh ja, ich kenne Typen wie dich. Die rennen hier zuhauf rum. Wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht, sind sie nirgendwo zu sehen. Hey, ich hab dir doch nichts zu Ich suche getan. Arbeit. Du willst hier auf dem Hof arbeiten? Das kann nur Ona entscheiden. Ihm gehört der Hof und das ganze Tal. Ich wollte mich eigentlich den Söldnern anschließen. Du bist wohl auch einer von diesen Verbrechern aus der Strafkolonie. Hätte ich mir gleich denken können. Lass mich bloß in Ruhe. Hier gibt's schon genug Männer wie dich. Sehr nett.
Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Lass dir bloß nicht einfallen, in meiner Küche zu pennen. Such dir einen Platz in der Scheune. Oh, die ist nett. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Du Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Hm. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst den nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Hm. Haben wir dafür extra eine Quest bekommen? Nee. Dann lassen wir das mal schön bleiben, wa? Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Gut. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Oh Gott. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Nö. Das werde ich mit Sicherheit nicht sein. Oder wir sind bis dahin durch und ja. Es war doch seine Entscheidung. So, dann gehen wir mal zu Torloff. So. Ich habe die Pacht von Sekob eingetrieben. Und? Hat er freiwillig gezahlt? Ich muss den erst überzeugen. Gut gemacht. Du hast deine Probe bestanden. Das war doch klar. Das wird viele der Söldner überzeugen, dass du zu was zu gebrauchen bist. Das ist wirklich nicht mein Problem. Gut, dann hau mal raus. Wie steht es um unseren Ruf? Mein Ruf bei den Söldnern. Was ich glauben soll. Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Cord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rod hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Buster meinte, du wärst okay. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gewonnen. Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Geh zu Lee, er wird dir alles weitere erzählen. Top. Top, top, top. So, schnommene Kreatur, Aufnahme bei den Söldnern, genau. Paket Respekt bei den Söldnern. Was ist das jetzt noch? Ich werde mal kurz zwischenspeichern. Und dann rede ich mal mit Lee. Ich will mich halt jetzt nicht fest anschließen. Ich will nur mit ihm reden. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Dann hast du die Probe von Torloff bestanden? Ja. Das ist gut. Was sagen die anderen Söldner? Die meisten sind für mich. Gut, dann geh jetzt zu Ona. Über deinen Söldner. Ach so, okay. Aber ich habe mich den noch nicht angeschlossen, ne? Nee, gildenlos, gut. Respekt der Söldner ist immer noch drinne. Na gut, ist egal. Haben wir hier dann sonst noch irgendwas zu tun? Eigentlich nicht, ne? Leere den Krug in einem Zug, das können wir jetzt machen. Dann gehen wir jetzt zurück Richtung Stadt. Machen die Quest fertig. Gucken, ob der endlich gewonnen hat und ob wir unser Gold dann noch wieder bekommen. Mit dir wollte ich noch mal kurz sprechen. Und? Bis jetzt noch nicht. Schade. Am selbst ist er da nicht drauf.
Ja, ich hoffe mal, dass der Randolph gegen den Ruka gewonnen hat. Ich will nämlich mein Gold wieder haben. Ja, und dann gehen wir zurück in die Stadt. Und könnten uns eigentlich schon der Miliz anschließen. Oder? Ja. Und bin halt nochmal kurz am Überlegen, nicht, dass wir irgendwas vergessen. Oder ich viel eher. Ne, die Quests hier beim Großbauern haben wir ja jetzt gemacht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und glaub ja nicht, dass das alles... Ich bin ganz deiner Meinung. Ja. Mehr Quests, was Gilden dann so angeht, haben wir eigentlich nicht. Ich guck gerade in OBS, das Vorschaufenster sieht aus, als wenn ich in, keine Ahnung, 25 FPS aufnehme. Obwohl ich hier mit flüssigen 60 FPS spiele. Na gut. So, jetzt sind wir auch schon bei der Kneipe. Hoffentlich sind sie fertig. Da kannst du eh nichts machen. Da bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich könnte mir so etwas machen. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Ruka hat wohl einen schlechten Tag gehabt. Geil! So, also ich hoffe, dass das letzte Mal war. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben, merkt ihr das? Warte mal. Das war doch schon vorher klar. Kopfschmerzen? Mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wieder auf, schätze ich. Oh, der sitzt hier schon. Das ist eine schlimme Sache. So, dann gib mal her. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Moment hier. Sonst nicht, dass ich wüsste. Man weiß gar nicht mehr, wem man gut glauben kann. So einfach geht das. So, Orlan. Sag mir nicht, du hast das klar. Hast du noch irgendwas Interessantes für uns? Fleisch. Kostet nur 6. Aber jetzt, nee. Ja, komm, gib mal her hier. Decken wir uns ein bisschen mit Fleisch ein. Was kostet Rotfleisch? 3. Ja, komm, nehmen wir auch mit. Gut. Dann zurück zur Stadt. Ja. Ich kann euch ja mal zeigen, wo das Kloster ist. Oh, eine Riesenratte. Nu, hau doch zu. So, hier würde dann nämlich zum Kloster lang gehen. Was ist noch? Scavenger. Eine Riesenratte. Nicht vergessen zu looten. So. Ach, da sind noch 2 Riesenratten. Komm, gib her. Und du auch. Da ist nichts zu holen. Sehr schön. Da. Springen. Immer springen. So, hier wartet auch schon ein Priester. Ein alter Steintafel, geil. Hey, du. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Weiß ich nicht, hast du was zu verschenken oder so? Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet.
Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Das sind so geldgierige Säcke, ne? Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Na, da zeig doch mal her. Zeig mir das. Der hat Heiltränke. 35. Das wären wieder 100 Gold weniger. Gibt er uns was für Waffen? Wirklich zahlt er dafür auch nicht. Aber gut. Möge ihn. Ja. Innos soll mich mal in Ruhe lassen. Ich hab genug um die Ohren. Auch ohne mich um Innos zu kümmern. Level up! Sehr schön. Ich sag doch, wir müssen viel mehr Viecher kloppen. Jetzt haben wir ein Level up. Sind wieder 5 Stärke mehr. Da hinten sind noch 2 Feldräuber. Hier noch irgendwo was Interessantes für uns. Steintafel des Bogenschützen 1. Kann man mitnehmen. Ja, und hier ist dann das Kloster. Sieht schon nice aus. Bin ich early. Aber gut, da wollen wir nicht hin. Wir kloppen mal noch die beiden Feldräuber hier links. Vorher können wir uns aber noch mal einen reinfressen. So. Speichern. Kloppen wir die Feldräuber und dann geht's zurück zur Stadt. Dann will ich mich endlich der Miliz anschließen. Ich will eine ordentliche Rüstung haben. So, komm her. Zack, gleich der nächste. Da hinten sind noch mehr. Oh. So viel EP, die hier rumläuft. Und der nächste. Die Sau wollte uns umrunden. Nochmal speichern. Kurz husten und weiter. Ja, hör auf zu schreien, komm ran. Gut, wo sind wir jetzt überhaupt? Aha. Okay. Moment. Da gehen wir so lang, so. Das heißt, da ist die Taverne. Ne? Ja. Kommen wir hier im Guten auf den Weg rauf? Ja, guck mal. Easy. Gut. Dann gehen wir. Jo. Dann gehen wir den Weg jetzt lang. Gehen wieder Richtung Taverne. Und dann ab zur Stadt. Oder noch nicht. Da sitzt noch einer. Guten Tag, Dragomir. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Das musst du mir nicht erzählen. Was machst du denn hier draußen?
Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Können wir ja mal nachgucken. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Gut, also nicht. So, hier im Hintergrund habe ich eine Truhe gesehen. Wolfsfell, Schafsfell. Ein paar Felle umsonst. Bosper wird sich freuen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Gut. Ist auch noch ein Schafsfell. Achso, da steht noch eine Truhe. Hier waren wir gerade drin. Hier ist ein abgebranntes Haus. Gibt hier irgendwas drin? Nö. Okay. Okay. Kurzbogen und Pfeile. Pfeile nehmen wir mit. Kurzbogen von mir aus auch. Können wir verkaufen. Komm, nimm mit. Bück dich schneller. Nimm noch ein paar mehr Pfeile auf einmal, du Flitzpiepe. Speicher. Nicht, dass er uns jetzt auf die Fresse haut, wenn wir daran gehen. Oh, Bolzen und Pfeile. Bläh, langweilig. Weiter. Weiter Richtung Stadt. Norden hat er gesagt, ne? Ja, im Norden werden uns noch so einige Dinge erwarten, widerfahren, wie man es nennen will. Wo müssen wir lang? Da lang. Brücke ist ja noch besetzt von den Banditen. Die können wir versuchen, wenn wir dann bei der Miliz sind, wenn wir eine ordentliche Rüstung haben. Die Quest mit Erol können wir jetzt abschließen. Ich glaube, wir haben eine Steintafel noch gefunden. Hey. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Wir werden uns schon auch wiedersehen. Ich weiß ja, wo du wohnst. Gut, ich will noch mal ganz kurz gucken. So, das kommt später erst. Später erst verbotene Weide. Ja, wenn wir was für... Genau, das wird sich dann bestimmt auch später ergeben. Aufnahme bei den Söldnern haben wir soweit durch. Krautpaket finden wir irgendwo im Hafenviertel in der Nähe des Bootsbauers. Händlerüberfall. Das haben wir doch gerade abgegeben, oder nicht? Na, bestimmt, wenn wir ihn das nächste Mal besuchen, wird das dann geschlossen, die Quest. So, Information für Gavel kommt später erst. Experiment. Ja, das müsst ihr eigentlich langsam mal machen. Könnte ich eine Idee haben, wie wir das machen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das machen. So, später.
Ja, das wird gleich wahrscheinlich kommen. Das kommt gar nicht. Banditenüberfälle später, später, gleich, später. Oder? Ja. Später, später, später. Ja. Nee, jetzt ab in die Stadt. Wir haben ja für Martin einmal damals den einen Dieb da gefangen. Den haben wir überführt. Ach ja, wir sollten ja für Lord André eigentlich auch die Diebesgilde noch finden, ne? Weiß ich nicht, können wir jetzt schon zur Diebesgilde? Mal gucken. Kann sein, kann auch nicht sein. Sicher bin ich mir nicht. Und wie gesagt, wir müssen auch noch hier links runter und da die ganzen Viecher klatschen. Vielleicht mache ich nächste Folge ja so eine Viecherklatsch-Folge. Wer weiß, hier sind noch zwei Dunkelpilzchen. Dunkelpilzchen. Mika. Ich glaube, Mika hieß auch der Typ, der Junge damals, bei dem ich das erste Mal Gothic gespielt habe. Ich glaube, der hieß Mika. Ja, ich glaube schon. So 26, 27 Minuten. Dann gucke ich mal, ob wir jetzt schon zur Diebesgilde können. Und wenn ja, dann gehen wir da zuerst hin, bevor wir zur Miliz gehen. Was kostet bei dir eigentlich Fleisch? Hau mal raus. 3. Ja, komm. Nehmen wir mit. So, kurz orientieren. Okay. Wie gesagt, mit der Mod, wo sie hier alles umgestellt haben, ist manchmal ein bisschen schwierig, sich da so reinzufuchsen. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel eigentlich jahrzehntelang anders kennt. So, Laris, hast du noch was hey für uns? Wegen der verschwundenen Leute. Wegen der Ja, das haben wir ihm ja schon gefragt. So, wir gehen mal kurz hier rein. Ich brauche. Das war doch schon vorher klar. Nö. Noch nix. Man weiß gar nicht. Wer sind deine Aufgaben? Du glaubst doch nicht. Hätte ja sein können. Na gut. Dann gehen wir jetzt zu Lord André. Ja. Obwohl ich mich frage, wieso wir noch nicht zu der... Ich glaube, ich weiß, wieso wir noch nicht zu dem, zu den Dings kommen. Na, hier, Safix. Zu der Diebesgilde. Ja, ich glaube, ich weiß, warum. Scheißwetter. Du hast recht. Und ich glaube, wir wollen zur Diebesgilde, bevor wir bei der Miliz sind. Weil ich bin mir nicht so sicher, ob die uns als Milizler wirklich zu einer Diebesgilde lassen würden. Ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Bin mir fast sicher. Und wenn nicht, dann sind das jetzt nur zusätzliche EP, die wir kriegen. Aber hier in der Nähe gab es ja eine Höhle. Und da waren Banditen drinne. Diese Banditen, die haben, wenn ich mich nicht irre, etwas bei sich. So, wo war die Höhle? Die war weiter hinten durch, ne? Und das, was die bei sich haben, könnte unter anderem eine Eintrittskarte dafür sein.
So, wir gehen mal rein hier. So, hier ist besseres Wetter. Erstmal was essen. Hier, Fleisch. So, dann einmal speichern. Ich mach dich fertig. Komm, komm, komm. Das war's für dich, Penner. Gut, wir müssen zuerst auf den anderen gehen. Der hat nämlich ein Schwert, der andere hat nur einen Knüppel. Ich mach dich fertig. Komm, critte doch mal, Junge. Komm, komm, komm. Perfekt. Erstmal speichern. Okay. Hast du eine Ratte? Ganz schnell plündern. Bevor die Ratte hier wirklich nochmal ankommt. Zeig ich mal die Truhe. Ein Hering. Fisch, Gold. Habe ich mich gerade so vertan? Da ist nichts zu holen. Ratte ist witzig. Nichts zu plündern. Ja, dann lass mich die Ratte doch fix plündern. Hm, eigentlich habe ich gedacht, dass die was bei sich haben. Nichts zu holen. Was einer aus der Diebesgilde bei denen verkauft hat. Hm. Guck mal im Inventar, ob ich das vielleicht doch schon hab. Klappmuschel, nee. Okay. Nee, gut, da habe ich mich wohl geirrt. Egal. Dann haben wir halt ein paar Herumtreiber hier geplättet. Gut. Dann machen wir hier heute Schluss. Dann gehen wir jetzt doch erst zur Miliz, ist mir egal. Ja, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.